So, Leute, herzlich willkommen zurück beim Let's Play Skyrim. Ja, neuer Tag, neues Glück. Wir sind in der letzten Folge aus der Höhle entkommen. Das war unser erstes Quest in dem Spiel. Wir haben uns den Sturmmänteln angeschlossen. Wir hatten die Wahl zwischen Kaiserlichen und Sturmmänteln. Und da ich letztes Mal für die Kaiserlichen gekämpft habe, habe ich mir gedacht, komm, guck's mal, ob es was Neues gibt, wenn du dich den Sturmmantel anschließt. Beziehungsweise wir haben uns da noch nicht angeschlossen. Wir haben ja uns entschieden, dass wir uns denen anschließen werden. Noch sind wir ja gar nichts von beidem. Von daher, ja, quatsch ich mal nicht so viel rum hier. Ich werde einfach mal weiterzocken. Wisst ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Das hat er doch alles schon mal erzählt, wenn oder? Jemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Also ich werde ihm jetzt hier nach Windhelm folgen, wo wir, beziehungsweise wo ich mich den Sturmmänteln anschließen werde. Die Frage ist, wie weit müssen wir da laufen? Ich hoffe, das sind jetzt nicht 10.000 Kilometer. Was steht denn hier? Riverwood, Falkenrad, Belgen. Seht ihr die Riverwoods, ist Ruine das da vielleicht unten? das? Das ist das Oh. Ödsturz-Hügelgrab. Ich Ja. habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Naja, es gibt Schlimmeres. Man gewöhnt sich wohl daran. Also ich finde das schon ziemlich fett anzusehen. Ist zwar jetzt nicht die bombastischste Grafik auf die Entfernung, aber ich meine, er wohnt nicht gerne im Schatten eines riesengroßen Bauwerks. Ah! Und hier, liebe Freunde, befinden sich diese komischen Statuen, mit deren Hilfe man Fähigkeiten oder Dies sind die Fähigkeitspunkte bekommt. Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst! Der Diebestein. Der Magierstein. Und der Kriegerstein. Ich werde mich für den Diebestein entscheiden, da ich ja ständig irgendwie auf der Suche nach Diebesgut bin. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Zeichen annehmen. Ein Dieb, Es ist niemals zu spät, sein Schicksal zu verändern, wisst ihr? Naja. Ist mir egal, was du von mir denkst, Mann. Ich stehe zu dem Scheiß, den ich tue. Vorstrafenregister? Scheißegal, Junge. Ich bin noch jung, Alter. Hast du eine Ahnung, was ich für eine Kohle mache, Alter? Ich schicke die alle. Denkt daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Hoffen wir doch mal. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlass du das Reden mir, verstanden? Na klar. Überhaupt kein Akt. Oh. Haut er ab? Er haut ab. Oh, haha, von wegen. Okay. Die hätten wir erledigt. Dann plündern wir mal. Wolfspelz nehmen wir mit. Verkaufen wir gleich. Nehmen wir auch mit, verkaufen wir auch gleich. Obwohl die eigentlich relativ wenig wert sind für ihr Gewicht, aber scheißegal, komm. Wolfspelz und mein Eisenpfeil kriege ich auch wieder zurück. Ganz toll. Ganz großes Kino. Okay, komm, Schnecke, wir gehen weiter. Schwing die Hufe. Alter Mann. Ich sehe schon verdammt schick aus in meiner Uniform hier. Mein Gott. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Ah, Flusswald heißt die Stadt. Siehst du, habe ich die eben sogar falsch genannt. Ich habe, glaube ich, wie habe ich den genannt? Sturm, irgendwas. Egal. Ja, da sind wir ja schon. Schnucklige kleine Stadt. An die kann ich mich, glaube ich, sogar erinnern. Aber ich meine, die sehen sowieso fast alle gleich aus, die Städte. Diese kleinen Dörfer, die hier random rumstehen. Flusswald entdeckt. Gucken wir direkt mal auf der Karte, wo wir überhaupt sind. Nee, nicht die Umgebungskarte, sondern die Weltkarte. Oh.
Wie kann ich das löschen? Ah, da, okay. Aktueller Standort, da befinde ich mich. Unterhalb von Weißlauf. In Flusswald. Meine Waffe stecke ich mal weg. Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert ist. Komm, Gernur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Sägemühle. Okay. Mit dem wollen wir anscheinend nicht sprechen, mit dem auch nicht. Dann reden wir mal zuerst mit der Frau da. Macht das jetzt der Typ? Ah ja. Bruder, bei Maras Gnade. Es ist schön, euch zu sehen. Aber schwebt ihr hier nicht in Gefahr? Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? Guckt mich nicht so böse an. Noch kein Kamerad, aber ein Freund. Boah, die guckt aber richtig böse. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Hord, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, Hord? Gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hord, kommt bitte mal her. Warloff, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Ah, das ist dieser Hort, oder wie der heißt. Okay. Ah, schnuckeliges Bettchen hier. Ah! Onkel Ralo, zeigt ihm mir eure Axt. Ein fetter Hund. Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Ralof reden. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch heranschleife. Also, cooler Junge. Ralof, was ist los? Ihr zwei seht ziemlich mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran auch erinnern, weil ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Die würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender? Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Das ist gut zu hören. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Oh. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Okay. Kann ich dir jetzt meine Sachen verkaufen, oder was?
gibt mir einfach ihre Sachen hier. Cool. Finde ich nicht schlecht. Es gibt da etwas, okay, was ihr für uns tun könntet. Für uns alle hier. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Danke, Schwester. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst, aber... Ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Na gut, dann mache ich mal kurz einen Speicherpunkt. Ich mache mal einen neuen. Und dann reden wir mal mit der Tante hier. Wir halten sie mal kurz von der Arbeit ab. Lukan drüben im Flusswaldhandelskontor sagt, dass Diebe in seinen Laden eingebrochen sind. Seltsamerweise scheinen sie kaum etwas mitgenommen zu haben. Oh, das sind schon mal interessante Neuigkeiten. Also muss ich mal bei denen nachfragen, was da passiert ist. Was kann ich denn hier fragen? Jarl Balgruuf? Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Schließlich hat er sich in Weißlauf jahrelang als guter Herrscher erwiesen. Aber jetzt scheint er überfordert zu sein. Er versucht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. Okay. Warum ist er dem Kaiserreich treu ergeben? So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren Spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Aber es fällt mir schwer zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisef bevorzugen würde. Wer zum Henker ist Elisef? Sie ist wohl jetzt Jarl Elisef. Sie hatte den obersten König Torrik geheiratet, kurz bevor Ulfric ihn tötete. Das Kaiserreich unterstützt ihren Anspruch auf den Titel der Großkönigin. Ich habe eigentlich gar nichts gegen sie. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass ihr Gatte Torrik sich vom Kaiserreich hat kaufen lassen. Aber sie ist nichts als eine Marionette des Kaiserreichs, nun da Torrik tot ist. Ulfric wird dafür sorgen, dass sie niemals als Großkönigin den Thron besteigt. Mein Gott, das fängt ja jetzt schon richtig an, kompliziert zu werden. Also, Königsfrau, König tot, von Ulfric getötet, wird den Thron besteigen, Ulfric wird sie auch töten. Ulfric hat den Großkönig getötet? Manche sagen ermordet, aber es war eine legitime Herausforderung, gemäß unserer Bräuche. Ulfric schimpfte ihnen einen Verräter an Himmelsrand und hat ihn in einem Duell getötet. Wenn Torrik nicht imstande war, seinen Thron zu verteidigen, hat er es auch nicht verdient, Großkönig zu sein. Also gibt es momentan keinen Großkönig, oder? Nein, so lange nicht, bis die Volksversammlung einen anderen bestimmt. Und die wird so lange nicht zusammentreten, bis eine der beiden Seiten den Krieg gewonnen hat. Aber macht euch keine Sorgen. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er wird das Kaiserreich verjagen und Himmelsrand wird endlich wieder Ruhe haben. Na gut. Was kann ich denn noch hier fragen? Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Nee, ich will nichts von dir haben. Ich will Sachen verkaufen. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Na, frage ich einfach mal. Das ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei ja auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Okay. Was denkt ihr über den Krieg? Ist mir egal. Kann ich hier irgendwo frische Vorräte kaufen? Hatten wir ja schon. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Werde ich auch so rausfinden. Und deswegen werde ich jetzt mal an dieser Stelle tschö sagen. Ja. Ja, du mich auch. Sie scheint ja schwer begeistert von unserem Gespräch gewesen zu sein. Ja, streifen wir einfach mal ein bisschen hier durch Flusswald.
In das Haus von denen können wir ja gleich noch gehen. Ah, da haben wir es auch schon. Eine Kaserne. Ach, ist eine Kaserne, sag ich schon. Hier eine Kneipe, eine... Wie heißt das hier?